Nominiert für den WTT Young Leader Award 2019 in Managementkonzeption sind Team Fair Braunwalder. Wie gelingt der Markteintritt in Deutschland mit einem Onlineshop für Holzbauer? Fair Braunwalder mit Sitz in St. Gallen ist ein schweizweit führender Anbieter von Befestigungstechnik, Werkzeugen und Elektrogeräten für Zimmerleute. Fair Braunwalder AG hat uns dazu beauftragt, ein Geschäftskonzept zu erstellen für den Markteintritt in Deutschland mittels Onlineshop. Die Studierenden haben wirklich jeden Stein umgedreht, sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Informationen generiert und diese dann in passgenaue Strategien übersetzt. Die Resultate sind für uns sehr wertvoll als Unternehmung. Am meisten in Erinnerung geblieben wird mir sicherlich die gute Zusammenarbeit mit der Kundschaft. Sie sind immer für uns da gewesen, sie haben uns grosses Vertrauen geschenkt von Anfang an und haben uns dabei auch angestachelt, um wirklich eine gute Arbeit abzuliefern. Mit Christoph Wies, Projektleiter. Valentin Paurewitsch. Carlo Calzavara, Saskia Bent, Dennis Huber, Letizia Ciccia. Team Mediterre International. Wie optimiert ein Lebensmittelproduzent und Händler im Luxussegment seine Wertschöpfungskette? Welche Technologie eignet sich, um die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen? Und welche neuen Märkte sind attraktiv? Mediterre International in Zug ist Teil der Wealthyard-Gruppe. Sie produziert und vertreibt hochwertige, organische Getränke und Lebensmittel wie Fruchtsäfte, Trockenfrüchte oder Olivenöle. In unserem Projekt ist darum gegangen, Verbesserungsvorschläge für die Mediterre, für die Wertekette aufzuzeigen, heisst von der Produktion bis zum Verkauf und dabei auch die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherstellen. Die Arbeit der Studierenden habe ich als sehr zielstrebig erlebt. Die Studierenden haben sich ausgezeichnet durch Neugier, durch das Herausgehen aus der eigenen Komfortzone und teilweise auch durch das Agieren in Situationen, wo man schon sehr, sehr nahe an einer Überforderung dran war und auch dort haben sie die Nerven bewahrt. Wir würden die gewonnene Erkenntnis im Bereich der Blockchain-Technologie in die neue Produktstrategie implementieren. Ein Sieg würde uns sehr viel bedeuten und wer weiß? Vielleicht könnte er ja sogar noch ein Türöffner sein für unsere zukünftige Karriere. Mit den FHS-Studierenden Manuela Lopez, Projektleiterin, Anna Lukic, Joel Müntener und mit den Exchange-Students Andrea Barbosa, Costa Rica, Marta Gonçalves, Portugal, Ravisara Udomsri, Thailand. Team Swisslog Healthcare Shanghai. Welche neuen Geschäftsmöglichkeiten gibt es in chinesischen Spitälern bei der Medikamentenlogistik? Welche Softwarepartner sind dafür interessant? Swisslog Healthcare Shanghai gehört zur chinesischen Midea-Gruppe. Die Firma entwickelt und verkauft automatisierte Logistiklösungen für den Gesundheitsbereich. Unser Auftrag war, um für Swisslog im chinesischen Gesundheitswesen ganzheitliche Lösungen zu entwickeln und so neue Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Team zeichnet besonders aus die Leistungsorientierung, den Leistungswillen, die Motivation einerseits und andererseits eben auch das Ausgleichensein innerhalb der chinesischen und der schweizerischen Studierenden. Wir arbeiten zusammen als Families und wir supporten uns von der Hometown. Also ganz konkret haben wir vor allem auch Aussagen im Bereich mobile Robotik und Rückverfolgbarkeitssoftware gefunden. Wir werden jetzt den nächsten Schritt zur Kommerzialisierung dieser Produkte in Angriff nehmen. Und außerdem haben sie es geschafft, um 470 Seiten auf einer oder drei Seiten zusammenzufassen. Von der FAS mit Marco Casagrande, Projektleiter, Bettina Bauer, Philipp Sturznecker. Von der Shanghai University mit Stella Luo, Projektleiterin, Deborah Liu, Leo Hu. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams